Sodala, willkommen zurück zu Darksiders 3. Oh! So, und damit auch zum Wohl. Das sieht lustig aus, wie der Nebel so in der Flasche wabert. Es handelt sich natürlich um die legendäre Cola vom Balkon. Ich bin echt am überlegen, ob ich die Steuerung von Darksiders so ändere, dass sie so ist wie die von Dark Souls, weil ich bin total verwirrt. So, ich würde mich gerade schon wieder mit B rollen. Das funktioniert in diesem Spiel nicht, sondern tatsächlich ist es genau diese Taste. Und zuschlagen ist so. Und mit den Tab-Tasten mache ich... Das ist halt genau andersrum. Das mache ich nicht komplett fertig. Du visierst halt auch nicht mit... Nee, egal. Ich muss ein paar Zombies hauen, bevor ich hier irgendwann eine Rennen... Ach, Rennen war so. Genau, ich erinnere mich, ne? Und ich glaube, dass in den beiden Vorgängern war die Steuerung genauso. Also... Springen wir hier so. Okay, ist so. In dem Spiel springt man hier auch viel öfter. Wie war das? Aha, dann könnte ich mich da zum Glück. Ja, zum Glück konnte ich mich daran gerade noch erinnern, dass das so ging. Wo kommt man hier hin? War ich hier schon? Ich muss eigentlich durch diesen anderen Gang davor. Also auch in die Richtung grob. Aber einen anderen Gang. Nicht dieser hier. Und hier. Ach, hier war ich schon, ne? Haben wir schon mal Kasper den Gang. Gut, 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 gut. Ich frage mich übrigens wirklich, was diese kleinen. Sind diese kleinen Gänge heimliche Ladebildschirme? Also ich kann mir nichts anderes erklären, warum es diese Gänge geben sollte. Außer dass die irgendwie so Konsolen-Ladebildschirme sind. Ich nehme an, so guckt man hier rüber, oder? Oder? Vielleicht mit einer Fähigkeit, die ich noch nicht habe, weil so rübergleiten kann ich damit ganz definitiv nicht. Na, mal gucken. Mal gucken, welche andere Wege. So, wir müssen aber trotzdem mal ein bisschen trainieren, bevor ich hier irgendwie. Was sind die? Achso, die sind noch gar nicht respawned, die Bande, ne? Also der Richtung, genau. Und die Richtung da nämlich ist der nächste Boss. Da oben sind ich, glaube ich, nicht hingekommen. Und da oben ist auf jeden Fall noch Loot. Also da müssen wir irgendwie noch hochkommen, weil ich glaube, aktuell kann ich das noch nicht. Aber hier hinten war ja noch so ein Spider-Gate. Also, das ist schon offen, aber. Es war hier. Hier war ja Spinnenweben vorher letztes Mal. Genau. Hallo, Rocky, bemerkt. Mir fällt übrigens gerade die Gesundheitsregeneration auf. Warte mal. Auf was für eine Waffe habe ich denn gerade drauf? Ja, wo ich treffe. Ach, ich habe immer Merkmalspunkt. Was mache ich denn das? Ich könnte. Ich glaube, ich level den Magieschaden nochmal. Schöne Quality-Build. Ich bin eh die Meister am Counter, also warte mal hier. Schade, Dauer der Chaosgestalt. Wie könnte ich das hier modifizieren? Gar nicht, wahr? Basisrüstung nicht. Ich kenne mal eine andere Rüstung. So, warte mal hier. Solange ich die. Nee. Solange ich die Feuerform habe, mache ich eigentlich. Müsste ich mich heilen, aber ich habe doch gerade nicht. Ich habe doch gerade die Elektroform, oder nicht? Ja, genau, ich habe die Elektroform. Ich heile mich trotzdem. Oder ist es komplett egal, auf welcher Waffe ich das Ding habe. Weil ich habe gerade definitiv die Elektroform. Also die passiven Attribute zählen alle gleichzeitig. Schlussfolge ich daraus. Weil ich regeneriere gerade in diesem Moment Lebenspunkte. Und das Ding mit der Gesundheitsregeneration pro Minute liegt auf der Feuerform. Weil das sind die... Genau, weil das ist nämlich die Ketten der Verachtung. Und die machen einige Angriff, setzen das hier in Brand. Und das ist hier Blitze. Und ich schleppe gerade definitiv das Blitzdings mit mir rum. Regeneriere aber trotzdem Gesundheit. Die ganze Regeneration hat leider überhaupt nichts gebracht. Kann ich ja nicht tauchen. Ah ne, hier hinten ist dieses komische... Ach, das ist wahrscheinlich die Eisfähigkeit, dass man irgendwie von A nach B springen kann. Welche Fähigkeit fehlt denn eigentlich noch denn? Kann ich ja nicht komplett ausgehen? Also ich kann nicht Elemente haben. Ist sie da wirklich alleine? Ich bräuchte das mal so als... Ne, ist nicht. Was? Aber ich zuschlage, regeneriere schon ganz gut Gesundheit. Was? Oh, das ging schnell. Naja.
So viel dazu. Ich sehe schon, heute wird ein guter Tag. Das Schlimmste ist echt die Ungewöhnungsphase, die ich jedes Mal habe, wenn ich... die ich jedes Mal habe, dieses Spiel anfange zu spielen. Dass ich mich jedes Mal aufs Neue wieder einfinden muss. Haha! Was machst du tatsächlich deutlich mehr dran? Was sind denn nicht zwischen rosen und lilanen Zahlen? Muss man auch mal bei den Dingen erklären. Ich hab grad mit dieser Counter. Warum heile ich mich denn gerade? Für was denn? Ich hab gerade mit diesem Gegenangriff ich mich definitiv geheilt. Also ich hab, Quatsch, anders. Ich hab. Warte mal, hier, guck mal. Guck, zack. Rosa? Und das andere Ding? Ach so, wenn das Ding langsam verschwindet, dann wird's. Kann man in den Altar hier nicht bieten. Haha! Okay, gut, die Zahlen verschwinden einfach. Also, wenn die verschwinden, werden die einfach nur rosa. Okay, gut. Also, rosa ist immer Magieschaden. Ob die besonders empfindlich gegen ein bestimmtes Element sind? Hallo, Sterf. Grüße dich. So, kann ich an diesem Altar was machen eigentlich? Anscheinend noch nicht. Vielleicht niemals. Was ist das hier für Eier? War ich oben schon? Oh, hier oben ist noch so ein Dicker. Aua. Vielleicht die Dicken dazu bringen. Ich bin echt so gut darin, nicht auszuweichen. Vor allem sind die eigentlich ziemlich einfach zu besiegen. Das ist wahrscheinlich das letzte Element. Was ist denn das? Feuer, Blitz, Luft? Nee. Also Blitze sind ja quasi Luft. Feuer? Erde fehlt noch eigentlich. Nimm mal an, das letzte Ding ist ein Erdangriff. Was ist eigentlich das Knopfteil von daher? Nein. Sonst gibt es hier wahrscheinlich nichts, oder? Ja, dieses Gleiten ist halt relativ sinnlos. Muss ich heute? Ja. Schon wieder halb tot, ne? Ich weigere mich hier so ein Heildings zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier Opfergegner nicht noch hauen kann. Guck mal hier unten. Aua! Die machen so wirklich viel Schaden. Ich bräuchte Gegner, die überhaupt keinen Schaden machen, die ich den hauen kann, wie so ein Wahnsinniger. Aber trotzdem machen die Viecher hier weniger Damage als die da hinten durch den Tunnel durch. Ist hier noch wer? Kann ich hier jemanden atmen hören? Wahrscheinlich nicht. Luniert, zurück zu meiner Höhle hier. Ich bin jetzt mal hier, ob es noch heilig ist. Das heilt mich fast voll. Okay. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ach, komm, gibt's hier wieder, kommt hier wieder dieser scheiß Unsichtbare hier vorbei. Den hasse ich ja. Ach, wenn ich nicht sehe, aber trotzdem ausweiche, kann ich. Ach, das geht oder was? Okay. Ich könnte das Vieh auch einfach schlafen lassen, ne? Vor allem, ich bin an ihn. Hui! Ich plündere erstmal, was es bewacht. Ach, okay. Es wacht tatsächlich einfach so. Was? Hallo?
Also wie teile ich das bei den Viechern mal falsch? Das ist ein bisschen anstrengend. Zu jedem Maßen. Heilung, ja, ja. An Heilung lag sie nicht, liebes Spiel. Ich bin einfach nur zu geizig, meine Heilung vorzeitig zu benutzen. Ich muss mich wieder mit diesen Elektrovieh auseinander. Ich will zwar einfach mit dem Ult umhauen. Aber nee, mit dem Ult wäre es noch mehr verschwinden. Das machen wir ja nicht. Ob ich die ganze Landschaft mit denen pflastern könnte, wenn ich halt immer irgendwie nebeneinander sterbe? Ups. Hallo! Was ist denn das? Das ist ein Drecksvieh! Die auch nicht anvisieren kann, das ist einfach dumm. Also wirklich. Das ist irgendwas, was ich auch sagen kann. So, jetzt üben wir nochmal das, dem Vieh hier auszuweichen. Das Problem ist doch, dass ich immer falsch ausweiche. Das hat irgendwie einen längeren... Ach, ich sag noch was. Das hat immer einen längeren Weiter, als ich das denke. Hallo! Ach man, was ist denn dieses Scheißvieh? Das ist... Ach, das macht das halt immer, was es will. Den komischen Angriffen. Ja. Das ist deprimierend. Das hat immer so wie so aussieht, wie es lustig ist. Das unsichtbare Vieh ist noch. Das ist noch. Die mag ich überhaupt nicht. Hier im Brand zu stecken ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Hä? Ach so! Ach so, ich kann immer wahrscheinlich nur einen Seelenschatz haben, oder? Oh, jetzt. Ah, jetzt auf einmal. Was? Mann, was ist denn dieses... Vielleicht, wenn ich ein bisschen länger warte. Oh, jetzt. Nein. Enttäuschenderweise droppt dieses Typ nicht mal Lebenspunkte. Naja, ist dann halt so. Dann stellen wir halt am nächsten Boss. Gegner, was auch immer. Was haben wir jetzt eigentlich hier gekämpft? Mittelgroßer Lurchhaufen, jawohl. Und wahrscheinlich einer nicht ganz unrelevanten Anzahl an Seelen. Ah, naja, toll. Das, der Kampf war es auf jeden Fall total wert. Wir waren hier unten nicht noch mehr unsichtbar? Mir war so. Jetzt wären hier irgendwelche anderen unsichtbaren Neuwesen. Wollen wir plant ihr hier hochzukommen? Und ihr habt keinen Fernkampf. Die Frage ist, wie plane ich da rüber zu kommen? So. Ich kann mich übrigens in der Luft drehen. Kleiner Lutschhaufen, das ist der Wahnsinn. Kann ich eigentlich Kallattacken? Kann ich! Oh.
Frage ist, zählt der Lifesteal auch von den starken Attacken? Oder nur von den schwachen? Also wenn ich hier den Gegenschlag mache. Das sieht aus, als wäre es der richtige Weg. Dann gehen wir hier nicht lang. Habe ich Steff jetzt eigentlich begrüßt? Ich hoffe. Ich glaube, dieser Abschnitt ist dafür gedacht, dass man die mit der Feuerfähigkeit macht. Kisten? Kann man die Kisten irgendwie interagieren? Ich überlege gerade, ob das in den Vorgängern irgendwas mit den Briefkästen war, aber ich glaube nicht. Liegt einfach nur eine Leiche ohne alles? Nee, nee. Aua! Das Leben müsst ihr mir zurückgeben! Ihr Schweine. Erstmal nicht hoch. Ob ich hier in die Pilzen hochsteigen kann? Obwohl, dafür gibt es die Pilze ein bisschen zu oft. Ne, die Pilze sind wahrscheinlich keine Kletterpilze. Gibt es hier oben noch was? Nein. Schön an der Feuerform ist halt das. Was sind das? Was hat das eigentlich mit diesen Pilzen hier auf sich? Kann man die schlagen? Ich würde sagen, ich kann mit den Dingern nicht interagieren. Ja, ich sagst du mal später, guck mal mit mir, aber dann. Achso, ich sehe, wenn ich auch so rüberkomme. Und dann am Ende stellt sich raus, es wäre doch irgendwie gegangen. Ich sag nur, dieser eine Raum mit den Spinnenweben. Wo ich doch schon alles machen konnte. Das war bloß eine sehr spezifische Reihenfolge. Es gibt vielleicht manchmal mehr, als man denkt. Ich höre irgendwelche lauten Dinge. Also, lass mich raten. Wir müssen jetzt einfach nur rumrennen. Einmal. Uah! Der Weg von einem Vulgrim zum nächsten war nicht gerade weit. Sehr gut. Das ist ja so ein Werferheinz, oder? Ich bin übrigens den Unsichtbaren außer Seen aus. Möchte ich mal kurz das Protokoll feststellen. Das war keine Absicht. Ich würde eigentlich den Werfer ausweichen. Da unten ist hier so ein Schlafen, aber das ist nicht so cool. Die stehen ja also dicht bei mir. Ich nehme an, hier verbräuchte die Erdfähigkeit. Wo das ist eigentlich unlogisch, weil das ist, also ich brauche die Erdfähigkeit für mehrere Sachen? Hier haben sie gleich zwei so eine dicken. Ich habe ja eine Idee. Ich würde eigentlich meinen Ult benutzen. Wenn er mal umkippen würde, wäre ich sehr verbrannt. Dann auch gar nicht mehr. Okay. Das ist der erste Tod, ja. Ja. Kurz nach der andere. Aber ich bin von der Ult-Form bin ich jetzt sehr enttäuscht. Das hat gerade wirklich nur ein. Das ist ja nicht mal einer von den Umkippen. Ich habe mich ein bisschen gegenheilen können, aber das war auch so ziemlich das Einzige.
Also, das war relativ wenig, so davon war noch ein Gang. Na gut, soviel dazu.